Madagaskar. Der Volontär vor Ort heißt Benoît und ist Agrarwissenschaftler. Die jungen Männer sind beeindruckt von seinem technischen Wissen und seiner kompetenten Vorgehensweise bei der landwirtschaftlichen Entwicklung. La semelle de labour de l'année dernière, tu vois? Pour la pénétration des racines, on voit bien que c'est pas idéal. In der Landwirtschaftsschule in Ambroisari auf Madagaskar wird schon seit 50 Jahren eine Ausbildung angeboten. Deshalb ist die Schule sehr bekannt. Grâce à ça, elle bénéficie d'une grande notoriété. Ein Problem der heimischen Bauern ist der Mangel an Düngemitteln. Hier werden Techniken unterrichtet, um die Wirksamkeit des Düngers zu verbessern. Zum Beispiel, indem man Gründünger mit Trockendünger vermischt. Nach anderthalb bis zwei Monaten ist er dann verwendbar. Es gibt hier viele Möglichkeiten, sagt Benoît. Auch andere Kultivierungsmethoden wurden schon hier mit Erfolg eingesetzt. Damit die Schüler durch den Schulbesuch nicht zu Hause bei der Arbeit ausfallen, wurde der Unterricht so gelegt, dass die Jugendlichen die gelernten Techniken anschließend daheim in die Praxis umsetzen können. Ernest, Lehrer an der Landwirtschaftsschule, besucht einen ehemaligen Auszubildenden. Dieser erzählt, dass sein Vater nicht begeistert war von den Veränderungsvorschlägen, die er in der Schule gelernt hatte. Er meinte, sie haben in den letzten 10 Jahren nur so gearbeitet und immer genug geerntet, um sich zu ernähren. Warum solle man jetzt etwas ändern? Wenn die verbesserten Techniken beim Management von Zeit, Saatgut und Finanzen eingesetzt werden, kann die Produktion um das Dreifache gesteigert werden. Die Familie hat die Vorschläge angenommen, doch wartet sie nun auf die Resultate.